bin hier am Wechselsee. Es ist 9 Grad plus, es ist Januar, also für die Jahreszeit würde ich sagen, ist es eigentlich zu warm. Und mit der Osmo Pocket mache ich jetzt einfach mal ein paar Experimente. Ich will mal sehen, ob man da noch Aufnahmen machen kann bei dieser extremen Dunkelheit. Man hat ja nicht den größten Sensor, der Osmo Pocket, aber einfach mal sehen, was ich aus diesen Aufnahmen rausholen kann. Ich habe das Ganze mit Magix nachbearbeitet, habe auch noch etwas an der Farbsättigung und an den Gamma-Werten gedreht. Ja, man kann sagen, es ist vielleicht ein bisschen blau zu viel drin, aber ich mag gern etwas sattere Farben und ja, so das Grau in Grau gefällt mir nicht so. Alles in allem bin ich doch überrascht, dass ich bei dieser Dunkelheit noch Aufnahmen hinbekomme. Na, hier merkt man schon, dass es langsam ganz stockduster wird und fängt an zu rauschen im Bild, aber ich denke, die Aufnahmen kann man immer noch verwenden. Bin ich noch mal Richtung Schmalwert gefahren, aber da ist wirklich dann rave Nacht gewesen. Im Tiefflug sind ein paar Enten über mich geflogen. Leider hatte ich da die Osmo Pocket nicht hoch genug gehalten, sonst hätte ich tolle Aufnahmen bekommen, aber hätte, Fahrradkette. Danke fürs Zusehen, schönen Abend noch und tschüss.